reiset mit viel schönen Reden, ihr Länder wehrt uns auf, ihr Länder wehrt uns auf. Lauter Fragezeichen hängen über dem Eingang zu dieser Ausstellung. Wo liegt Schwaben? Wer ist Schwabe? Vielleicht wer Schwäbisch spricht? In einem Sprachlabor kann man erleben, dass selbst die Definition, was Schwäbisch sei, schwierig ist. Der Volkskundler Frank Lang zeigt es am Beispiel Kartoffel. In Rottweil-Sigmaringen heißt es Herdäpfel, in Reutlingen-Ehningen heißt es Erdäpfel, Eppbierer hier im Stuttgarter Raum, Krummbierer Richtung Aalen-Göppingen und Bodebierer im Bayerisch-Schwäbischen. Und sehen Sie, da ergänzen die Leute noch sogar ihre eigenen Begriffe. Und daher begegnet man am Eingang zur Ausstellung im Landesmuseum Württemberg-Stuttgart einer Porträtgalerie. Sie beinhaltet einen Reinhold Wirth, einen Wolfgang Schäuble. Beide sind aber gebürtige Badener. Sie zeigt Cem Özdemir, der sich als Anatolienschwabe bezeichnet. Wer oder was ist ein Schwabe? So ist ja unsere Theorie und unsere These auch, Schwabe kann man werden. Also man kann, es hat nichts mit Geburt zu tun, sondern es ist eine Kulturtechnik. Also man kann ganz Schwabe sein, halb Schwabe sein, ein bisschen Schwabe sein. Ne? Und gerne Schwabe sein. Und gerne Schwabe sein und es auch bleiben oder es nicht mehr, so wie die Schweizer nicht mehr Schwabe sein wollen. Ne? Ähnlich schwer ist die Frage, was regional alles Schwaben ist, zu beantworten. Denn auch Augsburg ist schwäbisch, gehört heute aber politisch zu Bayern. Die Sueben, von denen der Name Schwabe sich herleitet, wurden im Mittelalter lange gleichbedeutend mit den Alemannen gesetzt. Das aber schloss, wie Kurator Olaf Siat an einer Karte aus dem 11. Jahrhundert zeigen kann, auch die heutige Schweiz mit ein. Da sieht man hier das gelb Schraffierte, ich umfahre das mal. Das ist dieser Herrschaftsbereich der Herzöge von Schwaben mit den wichtigsten Orten der Zeit. Da sieht man schon, es gibt hier diese roten Linien. Das ist die kirchliche Gliederung, die auch sehr wichtig war in der Zeit. Das sind die drei Bistümer, die in Schwaben lagen. Einmal Konstanz, die Bischofsstadt, Chur in Graubünden und Augsburg. So hat man schon mal wichtige Pole dieses frühen Schwaben, was immer noch manchmal auch Alemannien genannt wurde, vor sich und sieht, dass der Bodensee eigentlich im Zentrum lag. Man muss halt schauen, wann war Schwaben wo. So kann sie ja zu Beginn des Ausstellungsrundgangs eine wertvolle Handschrift aus dem Kloster St. Gallen präsentieren. Heute Schweiz. Dieses Alemannien hatte dann schon einen heiligen Patron, das war der heilige Gallus. Den sehen wir hier auf diesem wunderbaren Buchdeckel mit der Elfenbeinschnitzerei im unteren Bereich, wo der heilige Gallus den Bären zähmt. Der muss ihm Feuerholz bringen und dann die Gegend verlassen. Das ist also quasi ein Aspekt auch der Zivilisation, die dort einzieht und der Christianisierung. Daher stellt sich die Frage, gibt es überhaupt eine schwäbische Kunst? Siat stellt sich dem Problem anhand meisterhafter Schnitzwerke aus Ulm. Man hat dann vor allem die Ulmer spätgotische Schnitzkunst herangezogen, um so einen schwäbischen Stil quasi zu definieren. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aber, dass diese Kunst damals nicht sozusagen in einer ganzen Landschaft gleichförmig war, sondern von einzelnen Zentren ausstrahlte. Und da sind einzelne Meister auch ganz wichtig gewesen. Etwa? Hans Multscher. Der hat die Kunst revolutioniert eigentlich in Ulm und hat dann einen sehr realistischen Stil eingeführt, der auch die späteren Generationen und ganz Süddeutschland eigentlich stark beeinflusst hat. Ein Kunsthistoriker hat es mal zugespitzt und gesagt, Hans Multscher hätte die schwäbische Kunst erfunden. Aber Multschers Kunst basierte auf der damals hochstehenden niederländischen. Was also ist schwäbische Kunst? Oder was ist schwäbische Literatur? Das Porträt von Schiller ist zu sehen. In Marbach wurde er geboren, aber in Weimar stieg er vollends zum Weltliteraten auf. Ludwig Uhland widmete sich immerhin Themen aus der schwäbischen Geschichte, zu der auch Einwanderer gehörten, wie die Waldenser. Das ist die Abendmahlskanne von Waldensern, die hier nach Württemberg kamen, das offen war für Glaubensflüchtlinge. Die waren ja schon im Mittelalter entstanden, wurden aber von der katholischen Kirche verfolgt und dann auch vom Sonnenkönig Ludwig XIV. Und das evangelische Württemberg hat sie aufgenommen. Sie konnten sich ansiedeln hier etwa zwischen Mühlacker und Stuttgart in verschiedenen Orten, die auch französische Ortsnamen bis heute haben. Und sie hatten auch noch ihren Dialekt im Gepäck. Hier sieht man das an dieser französischen Stifterinschrift sehr schön, dass man weiterhin Französisch gesprochen hat. Und da dauerte es natürlich dann die eine oder andere Generation, bis man schlussendlich zu Schwaben geworden war. Je tiefer man eintaucht in das Thema Schwaben, umso differenzierter wird das Bild, umso schwerer aber auch die Definition.
Da ist der Weg nicht weit zu den Klischeevorstellungen. Im Eingang zur Ausstellung hängen die Bilder von Werner Veit und Walter Schultheiß, die in den 60er Jahren als Straßenkehrer auftraten. Aber auch der Kabarettist Christoph Sonntag, die Schauspielerin Natalie Wörner. Machen Sie das Bild der Schwaben aus? Oder nicht vielmehr Phänomene wie die Kehrwoche? Oder die sogenannte Stuttgarter Schaltung, bei der jeder Bewohner eines Mietshauses seinen eigenen Stromschalter fürs Kellerlicht hat? Oder der Pietismus? Schwäbisch ja, aber eben nicht nur, so Frank Lang. Es ist so ein gängiges Geschehen und es wird sehr viel erklärt heutzutage, weil meine Großmutter Pietistin war und pietistische in die Stunde gegangen ist, deshalb bin ich so. Also viele der Attitüden, die Schwaben haben, sind auch parallel, natürlich, als solch erkennbar, nur ursächlich, eben dieses Zurückführen auf die Ursächlichkeit, das ist das Problem. So kommen wir schließlich zu einer Abteilung, in der man sieht, wie viel die Welt den Schwaben verdankt. Den Büstenhalter, die Zündkerze, die Modelleisenbahn Märklin, natürlich die Brezel, ja vielleicht sogar die Traumfabrik Hollywood, denn einer der Gründungsväter war Karl Lemmle, geboren in Laupheim. Fliegenfänger aus Waiblingen, die Flex als Winkelschleifer, der es sogar zum Verb und zum Partizip im Duden gebracht hat. Also solche Objekte wie die Zündkerze. Die Mundharmonika, der Büstenhalter, der Fischerdübel, natürlich solche Dinge wie die Märklin-Eisenbahn, also Sachen, die im Grunde vom Schwabenland ausgegangen sind und in die Welt gegangen sind, verkauft wurden und somit auch die Idee vom schwäbischen Beitrag zur Weltgeschichte generieren. Und so hängt am Ende dieser Ausstellung der Schwabenhimmel nicht voller Geigen, sondern voller Namen von Weltruhm. Alles Schwaben. Bad, ihr seid der Reichste, euer Land trägt Edelstein, euer Land trägt Edelstein.